US-Solarfirma schließt Werke in Frankfurt/Oder. 1200 Arbeitsplätze futsch. Firma kassierte zuvor 89 Millionen Euro Fördergeld. Frankfurt/Oder, Brandenburg. Das US-Unternehmen First Solar will bis Ende Oktober seine beiden Werke in Frankfurt/Oder schließen. Damit fallen etwa 1200 Arbeitsplätze weg, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Wie Welt Online berichtet, hatte die US-Firma 67 Millionen Euro staatliche Investitionsförderung für das erste Werk kassiert. Davon dürfte die Firma 45 Millionen Euro behalten, weil sie das Werk erst im Herbst schließe und nicht schon früher. Für das zweite Werk erhielt die Firma weitere 22 Millionen Euro Fördergeld. Weil dieses Werk aber nur rund ein Jahr in Betrieb sei, müsse die Firma die Förderung für das zweite Werk wohl zurückzahlen. Durch die staatliche Förderung konnte die Firma enorme Gewinne machen. Da weitere geplante Förderungen nun jedoch zurückgefahren werden sollen, macht die Heuschreckenfirma die Werke einfach dicht. Das auf die Herstellung von Dünnschichtmodulen spezialisierte Unternehmen hatte 2007 in Frankfurt eine erste Fabrik eröffnet. Vor einem halben Jahr wurde mit Hilfe von Fördergeldern ein zweites Werk in Betrieb genommen. Zum 1. März wurde die Produktion dann aber um 50% gedrosselt. Seither wird kurz gearbeitet. Frankfurts Oberbürgermeister Martin Wilke sprach von einem harten Schlag für die Mitarbeiter, die Stadt und das Land Brandenburg.